So Leute, willkommen bei Sucht den Adi, beziehungsweise Killt den Adi. Die sind jetzt hier zu siebt, wenn ich richtig zähle, und müssen mich töten. Wenn die das geschafft haben, beziehungsweise angenommen jetzt der Matt killt mich, haben die die Runde gewonnen. Ich muss versuchen, 3 Minuten zu überleben und der Matt würde dann rüberkommen in mein Team. Dann wären wir zu zweit gegen sechs, müssten 3 Minuten überleben. Das zieht sich so lange, bis, ja, ich sag jetzt mal, die Leute irgendwie im Vordergrund stehen, beziehungsweise wenn jetzt mehrere Leute hier eine Waffe haben, ist natürlich unfair gegen die Leute hier. Aber ich glaube, ich habe schon verkackt. 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 Nein, 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 nein. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, nein, 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 nein. Ich habe nur angefragt. Ich habe nur angefragt. Ich habe nur angefragt. Scheiße, weg. Lauf, lauf. Boah, ich habe auch keinen Ton an. Ich höre die gar nicht, wenn die hinter mir schlagen. Das ist richtig crazy shit, man. Boah, die sind weg. Oh, die sind weg. Ich fühle mich hier gerade wie bei Slenderman. Scheiße, Mann. Alter, komm, leck mich doch. Nein! Nein! Fuck, 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 fuck. Nein, lauf doch, jetzt lauf doch nicht nach, du Penner. Kampfmesser auspacken. Ja, komm, schlag mich ruhig. Ich lauf an dir vorbei. Verzieh dich, verzieh dich, verzieh dich. Komm, 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 komm. Eine Minute noch, eine Minute 40, Leute. Boah, ist das spannend, Alter. Boah, shit, Mann. Ich darf jetzt nicht da reinlaufen. Komm, ich riskier's, ich riskier's. Wenn mir jemand den Weg versperrt, habe ich jetzt Arschkarte. Ich muss riskieren, ich muss riskieren. Weg hier, weg hier, weg hier. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Mr. Adi. Los, los, los. Wenn ich die Runde gewinne, dann ist natürlich richtig geil. Ich weiß gar nicht, ist noch einer hinter mir? Oh ja, aber wieder einer hinter mir ist. Hab ich schon nachgeladen? Ja, ich denke schon, ne? Hab ich, hab ich, hab ich? Nein, muss ich noch. Oh. Scheiß die Wand an, Alter. Boah. Eine Minute noch, eine Minute, eine Minute, eine Minute, eine Minute. Eine Minute noch überleben. Ja, auf jeden Fall derjenige, der mich töten sollte, in dieser Zeit es schaffen sollte, kommt rüber in mein Team. Es wird knapp. Jetzt hat der eine Typ mich gesehen. Ich warte jetzt ein bisschen und springe einfach jetzt freudenfroh da raus. Und das war ein extremer Fehler. Jetzt sterbe ich, das war ein extremer Fehler. Ja, es war ein Fehler. Shit, Luca ist dabei. Willkommen zur zweiten Runde. Luca ist jetzt in meinem Team. Ja, Luca, wir müssen die 3 Minuten jetzt durchhalten hier, ne? Luca, kannst du reden? Ah ja, stimmt ja, ich vergaß. Ich glaube, dein Headset ist kaputt oder so, ne? Ja, Lukas Headset ist kaputt. Gut. Er ist in meinem Team. Ich glaube, wir laufen am besten zu zweit. Wir müssen ja versuchen, die 3 Minuten zu überleben, ohne dass die uns hier killen. Wir haben C4, wir haben all den Kram. Da hinten war schon einer an der MG, aber der hat mich nicht gesehen. Am besten geduckt hier laufen und immer ein bisschen umgucken. Da unten hatte schon einer gesehen. Fuck, fuck. Ich habe den nicht getroffen, aber ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher, Luca. Warte, warte, warte. Wir müssen jetzt genau gucken. Nicht, dass die von wer weiß wo hochspringen. Fuck, 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 fuck. Von wo kommen die? Von da hinten kommt keine Sau. Ja, das ist ja richtig, Jungs. Okay, komm, wir müssen laufen, Luca. Wir müssen weglaufen, weil das ist ein bisschen unfair. Und das ist ja quasi, wir campen, auch wenn wir auf der Turbine sind. Wir müssen schon was laufen. Lass links runterlaufen, links. Rechts ist zu gefährlich. Weil die Leute nämlich dann da aus der Türe rauskommen und dann hat man da richtig verkackt. Komm, laufen. Oh, da kommen schon welche. Vorsicht, ab nach oben. Pass auf, pass auf. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt. Ja, Luca, du bist da hinten gespawnt. Gut. Schieß mal so ein bisschen mit Absicht, damit die jetzt auf dich gelenkt sind. Damit die auf dich gelenkt sind jetzt hier. Also die, sag schon. Nicht Reaktion, sondern. Oh, ich bin gerade voll im Game hier. Da ist uns einer. Scheiße. Und weg hier. Genau das meine ich. Jetzt konzentrieren sie sich. Oh fuck. Jetzt konzentrieren sie sich auf dich und ich muss noch am Leben bleiben. Das ist nämlich auch eine gute Taktik. Für die Leute, die das zum ersten Mal spielen. Die denken jetzt, ich wäre da hinten. Aber ich muss ja noch sterben und nicht der Luca. Ich habe noch mein Leben. Was ganz gut ist. Okay, hier kommt keine Sau. Oh, da hinten ist einer. Fuck, fuck, fuck. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Ich riskiere einfach mal meinen Arsch. 30 Sekunden noch, Luca. Dann haben wir gewonnen.
Fuck, da hab ich gesehen, ich muss weg. Oh, lauf, lauf, komm, noch paar Sekunden noch. Boah, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Komm, ein paar Sekunden noch. Komm, weg hier, weg hier, weg hier, lauf, lauf, lauf. Jawohl, jawohl. Ja, ich glaube, Lukas haben wir gewonnen. Oh, fuck, fuck. Oh. Ich hab Luca zweimal gekillt. Ja, das. Ja. Aber das ist ja egal. Ich bin ja nicht gestorben. Ich muss ja auch sterben. Ich war auch erster, aber. Oder wir haben komplett gewonnen, weil ich nicht gestorben bin. Boah. Oh. Ich bin als Klasse da, Glück gehabt. Ich bin Mann. So, gut. Und zur dritten Runde, ja. Mate, wir müssen jetzt hier 3 Minuten überleben. Glaubst du, wir schaffen das? Ja. Ganz motiviert. Ja. Oh, gut, dann wollen wir mal gucken. Was ist, willst du da auf Einzelgänger machen oder willst du im Team mit mir laufen? Ja, Team. Okay. Ist besser. So, ich bin jetzt hier oben. Aber nicht schießen, ne? Schieß bloß nicht. Schieß erst, wenn du schießen musst, weil sonst lenkst du die ganze Aufmerksamkeit auf dich. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh, mich hat er nein! Gedacht. Fuck, wo ey, kommen die her? Fuck, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, aber du musst jetzt Gas geben. Du, schieß mal! Spawn, schieß einfach, du musst ja, einfach okay, schießen. Das ist jetzt die Technik, dass du einfach schießt, ein bisschen die Aufmerksamkeit auf dich lenkst und die dann zu dir rennen. Also nicht alle auf mich rennen, weißt du? Damit ich überleben kann. Beziehungsweise, ja, alle ein bisschen auf dich fixiert sind. Die rennen nicht. Ja, siehst du, das meine ich, das ist nämlich eine gute Technik. Und bis das keiner checkt, dass du das bist. Nein. Hab ich dann quasi die freie Karte. Hinter mir rennen 2 Stück, verdammt. Ich habe eine Frage und zwar, wer hat dich getötet? Luca. Oder dein Kollege da, geil, oder? Nee, nicht Lukas Luca. Also der. Ach, der Lukas Weeper, ach, der schon wieder. Ah. Ja. Okay. Also du kannst mir jetzt Deckung geben, kannst natürlich auch ein bisschen Schutz machen. Also ich schieß die ganze Zeit hier. Verdammt, Alter. Aber die kommen bei mir nicht. Ja, vielleicht weil sie jetzt auch quasi das, ja was heißt, die checken das direkt, dass du die Aufmerksamkeit auf dich lenken willst. Und damit suchen die mich, die wissen, ach Mist, also ist der, den wollen wir nicht, wir wollen jetzt noch den Adi, sonst verlieren wir die Runde. Weiß ich auch. Wie sie das anders, den wollen wir nicht. Ja, einmal haben die dich ja schon, das ist es ja, weißt du? Die haben mich schon 4-mal geschlagen, Mann. Ja, ich muss jetzt hier noch um mein Leben rennen. Ich habe noch 1 Minute vor mir. Und muss noch hoffen, hier zu überleben. Alle Leute, die Bock haben auf diese Spiele, wie gesagt, einfach in den Kommentaren schreiben oder Privatnachrichten schreiben, dann weiß ich direkt Bescheid. Ich gehe jetzt mal voll aufs Risiko. Ich laufe über die Turbine. Ich habe jetzt C4 wieder eingesammelt. Nein! Fuck! Ja, ihr habt gewonnen. Verdammt, ey. Was ist das denn? C4, ey. Nein. So, ich bin jetzt bei dem im Team. Ich habe mich ja gerade eben selber gekillt, deshalb haben wir die Teams eben so gemacht, weil der Luke hat eben den Matt gekillt, deswegen ist der bei denen. Und ja, der Lukas hat auch welche gekillt und wollte einfach mal rüber. Na gut, komm. Okay, Leute, 3 Minuten haben wir jetzt, die zu töten. Er im Oma verbrückt jetzt einer. Der ist auf dem Felsen auch. Okay, ich gebe euch einen Tipp, Leute. Wenn einer tot ist, beziehungsweise der Weeper, sag ich mal, dann konzentriert euch auf den anderen. Oh nein! Komm, hol ihn dir. Lol, wie hat er mich denn getroffen? Heftig. Geil. Das Einsatzschild ist hier in dem Spiel voll verbuggt. Ja, ist echt so, das ist nicht so gut hier. Wir sollten uns zusammentun. Ja, wer auch immer da einzeln rumläuft, lass mal ein bisschen im Trupp laufen. Hier ist einer da unten, bei der Bombe B ist einer, Leute. Ah! Mist! Mit ja? Adi. Bin ich jetzt weiter? Ich bin hinten bei unserem Spawn. Ja! Ja, ich hab Lukas. Hey, beenden, Adi. Ja, ich hab Lukas. Ich hab auch schon Lukas. Ich hab das Sauber. Jawohl. Okay.
Das war fast zeitgleich. Adi und Max wieder. Kann ich jetzt fragen? Yeah. Guck mal, Alter. Ich bin dem, keine Ahnung, eine Minute, zwei Minuten hinterher gerannt. Immer jemand, ich verarsch nicht. Ganz ehrlich, man kann hier überleicht mit Campen gewinnen. So, weiter geht's jetzt. Ey, die Map ist ein bisschen unter, warum? Warum? Man muss einfach nicht hier hochklettern und man hat schon gewonnen. Weil hier da hochkommt, muss man ja killen. Aber was hab ich zu Anfang an gesagt? Nicht campen. Die Map ist schon ein bisschen unter. Ich hab gesagt zu Anfang nicht campen, also dürfen die da oben auch nicht stehen. Weil die da nicht campen dürfen. Die dürfen zwar da hochgehen, ein bisschen da stehen bleiben, aber nicht zu lange. Genau wie bei der Turbine, da war ich ja mit dem Mad Max da oben ein bisschen, haben da ein bisschen geschillt, sag ich mal, sind aber dann relativ schnell wieder da abgehauen. Komm, Shisha rauchen hier. Naja. Ah, okay, Luca hat gekillt den Mad Max. Mad Max schon mal tot. Gut. Und jetzt fehlt noch der Max. Oh Mann! Ja, genau, Alter. Scheiße, Alter. Mann. Okay, wo ist der Max, Leute? Wenn der Mad Max schießt, rennt da nicht unbedingt hin, weil das ist einfach nur eine Technik, damit ihr euch auf den konzentriert. Lauft lieber rum und sucht den Max, anstatt ihr euch auf den... Max gestorben. Der ist bei mir, der ist hier. Mad Max ist hier. Ja, ich bin gerade bei Max. Ja, los, holt ihn Max euch. Wo ist der ganz normale Max? Hey, ist mir ein bisschen mies. Hey, wo ist Max? Wo ist Max? Wo ist der ganze Mann, Max? Luca, wo wurdest du gekillt? Ganz hinten, ich habe ihn gleich. Ich bin hinter ihm. Nein, das gibt's nicht! Ah, ich war hinter ihm. Hä, hey, was wär's denn bitte schön auf uns? Ich hab ihn nicht. Der Max ist tausendmal besser. Der ist normale Max. Ich glaube, hinten bei B in dem Haus, glaube ich, war einer. Da oben, genau. Ich gehe mal da rein. Mann, das ist der normale Max. Der normale Max. Ah, die ist hier hinten. Wohin? Beide sind da hinten. Wir haben beide wieder ganz nach hinten. Los. Los, oh fuck. Hier. Beide hier hinten im Tunnel. Beide im Tunnel. Ich hab ihn doch angehetet, Justin Max. Na, fast. Hey, beenden! Luca hat aber beide gekillt! Ah, jo, ist Ende! Ja, Alter, Alter, wir Luca haben fast schon ganz knapp! Alter! Ja, die ja sind knapp! So, Luca hat jetzt beide gekillt von euch und er darf jetzt sich... Nein, ja, hat er nicht? Hat er nicht! Doch, hat er! Also, mich hat er als erstes... Hat er wirklich! Okay, ja, dann! Und, er darf jetzt sich einen Teampartner aussuchen. So, die nächste Runde, Leute, danach geht's wieder weiter mit einem anderen Party-Game. Luca, die Technik, ganz einfach, ich weiß, dein Headset irgendwie spackt, dass du nicht reden kannst. Die Technik ist ganz einfach, die sind jetzt zu fünft. Wenn du einen getötet hast, versuch möglichst schnell einen zu töten, mit aber der Waffe. Dann hebst du sein Schild auf und läufst mit dem Schild rum. Dann tust du so, als wenn du uns suchen würdest, in Wirklichkeit aber, ist das so, dass du rumläufst und das Schild nur aufnimmst. Guck, ich laufe jetzt mit dem Schild rum, jetzt denken die, ich wäre ein Teamkamerad. Und attackier mich nicht direkt. Weißt du, was ich meine? Ich suche die jetzt. Tu so, als wenn ich die suchen würde. Fuck! Hat nicht geklappt. Nein, Ex-Enemy, du Sack. Jetzt überleb, Luca. Du musst überleben. Überleb, Luca. Ich mache hier in der Mitte die Party.
Warum hat Luca mit Einsatzschild gespielt? Nein, er hat das aufgehoben, das ist ja was anderes. Um euch zu verwirren. Darf er doch nicht, wenn es auf dem Rücken dann ist. Ja, ja, um euch zu verwirren, das ist ja nicht verboten. Jo Leute, euer Mr. Ali ist wieder am Start. Willkommen zur Suche und Verstecken. Alle haben Kaltblütig drauf, deswegen kann ich den Namen nicht lesen. Aber Sir Twinsolz ist dabei, der Matt ist dabei, der Bunyamin, der Wayflip LA, der Max, der Exenemy, der Lukas, der Jan, der UFO und der Luca the Reaper. Jo, wir spielen jetzt eine Runde Suchen und Verstecken. Und ich würde mal sagen, ich starte jetzt die Stoppuhr. Ihr habt eine Minute 30 Zeit, euch zu verstecken. Ich stelle mich jetzt an die Wand und los geht's. Los, 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 los. Und ihr könnt auch jetzt alle reden, ist kein Problem. Aber sobald ich gleich sage, ich suche, dann sind wieder alle leise. Ich gucke nur gegen die Wand, ich sehe nichts. Flo, du kennst ja meine ganzen Verstecke, jetzt darfst du jetzt da überall nicht hin. Was ein Scheiß. Mach, was du möchtest. Wie gesagt, jetzt dürft ihr alle noch reden, mach's aber wenn ich gleich suche, wenn ich sage, jetzt suche ich, dann alle leise. Machst du eigentlich immer solche Videos? Eine Minute habt ihr noch Zeit. Solche Videos mache ich immer am Wochenende, weil ich dann mit meinen Abonnenten zusammen zocken kann, beziehungsweise ziemlich besser kennenlernen, ich die besser kennenlerne und auch beide Seiten sehr viel Spaß dabei haben. Und sonst habe ich noch auf meinem Kanal Gameplays, Commentaries, Let's Plays von verschiedenen Spielen und Großteil Black Ops zurzeit, Black Ops 2. Ey, wer liegt vor wem hüpfe ich gerade? Mhm. Wie viel, Lukas, du bist jetzt heute, kurz, hast es ja zum ersten Mal gemacht. Wie findest du das so? Macht dir das Spaß? Ganz gut, ja. Okay, das ist mal ein gutes Feedback, freut mich. Ihr habt noch 25 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Bock und let's go. Ich fange an zu suchen. Und jetzt alle leise bitte, ne? Ihr wisst Bescheid, sonst... Da ist glaube ich schon einer, ne? Ach, wer ist das denn hier? Und Juhu, bis später. Hier ist 100% einer, mindestens. Das geht nicht anders. Wenn hier keiner ist, dann raste ich aus. Das sind so Standardverstecke, wo immer mindestens einer hinrennt. Es kann nicht sein, dass hier keiner ist. Da sag ich doch. Bam! Bis später, Bunyamin. So. Töte mich zärtlich. Zärtlich? Soll ich dich noch von hinten bängen oder was? Ah, da ist da noch einer. Ja, bis später. Ah, wer ist das denn? Wer will denn diesen schönen Glitch hier machen? Der Exenemy will den Glitch machen. Nein, 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 nein. Bis später. Nein. So. Alter, drin, Junge. War jetzt nur einer hier drin? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ob da noch ein zweiter reinpasst. Glaubt man nicht. Ey, wer läuft denn da? Hallo? Ey, ich könnte mich, danke schön. Ich muss nämlich jetzt weg. Hau rein, Adi. Ey, sag, ich komm jetzt. Sag dem, ich komm jetzt. Okay. Bis später. Und wer legt sich denn da hin? Der Matt. Das bin ich. Bis später, Matt. War nicht gerade einer? Ey, manchmal hab ich so Hallos. Ey, denke ich hier, da wird automatisch anvisieren. Ja, kaltblütig ist aber nicht so. Ja. Wer ist das denn hier? Verdammt! Okay, Way. Ja, wie gesagt, danke. Party ist offen, ne? Wenn, dann ja. schreib mich an. Wenn die Party geschlossen ist, ne? Dann kannst du später mitmachen. Jo, ciao. Okay. Viel Spaß, Leute. Es ist aber auch immer eine Glückssache. Man weiß ja nie, wo ich zuerst langlaufe und gucke. Und die Leute haben am meisten verloren, wenn die halt da sich verstecken, wo ich zuerst nachschaue. Nicht? Haha, die Entscheidung ist gefallen. Hey! Luca ist tot. Ja, bin ich hier irgendwo, oder? Am Anfang bin ich hier. Warte mal, hier war ich noch gar nicht. Da ist er auch. Ich fass es nicht. Ja, ist immer eine Sache, wo ich zuerst gucke. Lukas, Gratulation. Ey, Lukas, du hast gewonnen. Jo, Leute, jetzt geht's weiter. Das ist jetzt das Abschlussspiel. Das Spiel heißt Die Gejagten, beziehungsweise Der Gejagte und Die Jagenden. Dabei haben wir heute ja The UFO, The Wave, ach, The Waveflip, ja. Waveflip LA, Mad Max, Lukas, Exenemy, Marco, Kaisergang und Parkour. Ja, Parkour hat jetzt gerade kein Headset, aber jo. Einmal zu den Regeln. Ich laufe gleich davon und ihr müsst mich mit dem Schild töten. Ihr dürft nicht zur Sekundewaffe wechseln und mich damit töten, beziehungsweise messern. Nur mit dem Schild dürft ihr mich töten. Und angenommen, wenn du mich jetzt hier tötest, Kaisergang, dann
gehst du, drückst du halt Start, wechselst deine Klasse zu Agent und ich wechsle meine Klasse zu Spezialist. Und das ist eigentlich so das ganze Spiel. Wer erst 40 Punkte hat, gewinnt. Wobei man sich nicht gegenseitig töten darf, beziehungsweise dürft ihr euch nicht gegenseitig töten. Und einen Moment kurz, der Lukas hört mich irgendwie nicht. Sag mal kurz, Mad Max, sag mal kurz, Lukas soll mal kurz ruhig sein. Lukas, du sollst mal kurz ruhig sein. Okay. Und ist ein bisschen doof, dass er mich nicht hört, warum auch immer. Ja, und wer erst 40 Punkte hat, der gewinnt. Oh, sorry. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Dann würde ich mal sagen, geht's gleich los. Aber nur eine Rückfrage an Mad Max. Frag mal Lukas, ob der die Regeln gerade eben schon verstanden hat. Lukas, hast du die Regeln gerade schon verstanden? Ich höre ihn nicht mal. Ja, vom letzten Spiel. Ja, habe ich. Okay. Hatte ich. Gut. Weiß, das geht. So, okay, gut. Dann geht's jetzt los. In 3, 2, 1, go. Ich werfe keine Rauchgranate. Ihr könnt ruhig schon laufen, weil ich habe die nicht eingepackt. Let's go. Hä, warum werft jetzt keine Rauchgranate unnötig? Er hat die nicht eingepackt. So, ich muss halt jetzt 40 Kills machen, beziehungsweise wenn ich sterbe, dann... Was läuft, der kann sich als einer von uns tarnen. Ne? Ja, genau. Ich kann auch ein Schild nehmen und dann nicht tue ich so, wo sind die? Guck einfach immer auf die Secondary von ihm. Ja, genau, er schießt durch meinen Hand. Ich bin hinter ihm. Was hinter mir? Eingehütet! Oh. Ja, ach nee! Klar bin ich beim Pool. Aber ich muss weg hier, Alter. Viel zu riskant. Der ist auf dem Basketballplatz. Wie wiegst du, Alter? Ey, ist aber voll unfair! 5 Punkte habe ich schon, Mann. Er geht gerade zu einem kleinen Häuschen bei dem Kreis. Boah, was? Ich frag die nur an, aber die sterben nicht. Das gibt's nicht. Ich bin tot. Ha, Glück gehabt. War aber keine Absicht von dem. sorry. Das kann natürlich per Zufall passieren. Ey, wer hört Adi? Ich höre ihn gar nicht. Keine Ahnung. Alles im Basketball. Am besten sag auch mal hier, Mad Max, ist nicht böse gemeint, aber dass der Lukas, wenn er mich nicht hört, leise sein soll, weil sonst redet der mal dazwischen, wenn ich gerade rede, weil er mich nicht hört. Sag denn das mal, Mad Max. Wenn ich zum Basketballplatz. Okay. Erste. Ja, Mad Max, sag mal den Lukas eben, dass der, ist nicht böse gemeint, aber nee, gar nicht sprechen soll, weil der. Ich höre ihn doch. Weil er mich nämlich nicht hört, spricht er mal dazwischen. Lukas! Wenn du den Adi nicht hörst, sprich nicht dazwischen, bitte. Also sprich gar nicht. Okay, ich hab's ihm gesagt. Okay, gut. Alle jetzt hier zurück zum Basketballplatz. Weil ich bin ja gestorben. Und dann gehen wir alle zurück zum Basketballplatz. Und ich habe jetzt schon meine Schildklasse genommen. Und der mich gekillt hat, das war... Wer war das? Wer hat mich denn gerade getötet? Dir. Das warst du, ne? Hast du deine Klasse? Okay, gut. Dann hau ab. Dann geht's weiter. Hast ja keine Rockgranate. Und go. Weil sobald der stirbt, halt wechselt jeweils die Person immer die Klasse. Bin wieder da. Und wir gehen alle zum Ausgangspunkt. Und wenn alle da sind, geht halt die neue Runde los. Das ist so das Spiel der Gejagten.